Hallo zusammen, alle ihr Kinder aus der Südstadt und vielleicht in der ganzen Welt, zumindest, sage ich mal, bis nach Sachsen hin. Was ist Ostern? Wie geht das? Ich weiß, viele haben das vergessen, also viele Erwachsene wissen es auch gar nicht mehr, weil da flog man eben nach Mallorca oder sonst wohin, irgendwohin eben oder an die Nordsee, Ostsee oder egal auch was. Und dann vergisst man eben, was so ein Fest ist. Also ich erkläre es euch mal im Kurzraffer, ganz kurz. Ihr kennt ja die Geschichte von Jesus. Der hat eine Menge Sachen, richtig tolle Sachen gemacht und hat viel vom Frieden geredet, vom Miteinander teilen, aufeinander Acht haben und so weiter. Der hat sogar Menschen geheilt und der hat gesagt, Krieg ist Mist, vergesst das mit den Waffen und dem Hass. Und da gab es natürlich Leute, die haben sich fürchterlich aufgeregt über ihn. Zum Beispiel die Waffen gebaut haben und die Generäle, die den Krieg gemacht haben. Die sagten, wenn der Jesus so weitermacht, dann verlieren wir alle unsere Jobs. Das kann doch gar nicht sein. Und dann ist plötzlich, wenn dann plötzlich Frieden ist, wenn dann plötzlich Menschen glücklich sind, weil sie aufeinander Acht haben, miteinander teilen. Nee, das brauchen wir gar nicht. Dann verdienen wir zu wenig. Da haben sie den alle gemacht. Also auf eine ziemlich fiese Art, ne? Haben ihn vorgeführt, ja, dann so, sie dachten, dann ist der Mundtot, dann kann der nichts mehr sagen, dann kann er die Menschen nicht mehr begeistern, dann kann er keine Hoffnung verbreiten und die Menschen erfahren keine Liebe mehr und sehen, dass Gewalt und Tod und Krieg doch das beste Rezept ist, um durchzukommen. Der Stärkste siegt. Und wer getötet wird, der ist eben der Schwächste. Aber Pustekuchen, der Jesus, der hat unglaublich tiefes Vertrauen gehabt. Ich bin irgendwie von Gott her. Und ich weiß nicht, was passiert, aber ich vertraue darauf, dass es da einen Weg gibt. Und was erstmal passiert ist, als die Bösen, sage ich mal, die Egoisten ihn umgebracht hatten und ins Grab gelegt worden ist, ein riesen Stein davor. Da sind die Männer, seine Freunde, alle weggelaufen. Die hatten alle Panik, haben sich versteckt. Und dann, oh, wenn wir auffangen, dann passiert uns genau das Gleiche. Aber wir wollen doch leben lieber. Und die Frauen, also die Freundinnen von Jesus, da gab es eine ganze Menge rum, die sagten, nee, wir bleiben bei ihm. Wir trauern, wir weinen und wir gehen am dritten Tag morgens zum Grab. Wir gucken mal, vielleicht können wir ihn noch schön machen, vielleicht können wir noch irgendwas Gutes mit seinem Leichnam tun. Und als er dahin kam, Jesus, der Stein war weg. Der Grabstein, ein Riesending. Das kann man nicht einfach mal so zur Seite schieben. Da waren keine Rollen und auch kein Hebekran und sowas. Nein, da standen vorhin sogar zwei Soldaten davor, die Wache schieben sollten, damit der Leichnam nicht geklaut wird, damit sowas gerade gar nicht passiert. Und die lagen da ohnmächtig, weil die hat der Schlag getroffen, also der Schreck. Denn mittendrin, auf dem Stein, auf dem Grabstein, sitzt doch glatt ein Engel. Ob er es glaubt oder nicht, ein Engel. Ich weiß, dass es Engel gibt. Jedenfalls davon haben die Frauen erzählt, da war plötzlich ein Engel, eine ganz helle, lichte Gestalt, die saß auf diesem Stein und hat uns gesagt, hey, fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus, er lebt, der ist schon wieder unterwegs. Und die Frauen, oh, und niemand kann es erklären, aber sie wussten, spürten tief in sich drin, hier, der Engel hat recht, der Tod kann keinen Menschen besiegen. Das hat Jesus gerade gezeigt. Ihr braucht euch vor dem Tod nicht zu fürchten. Lasst euch also nie Angst machen. Denn das Leben und die Liebe ist in großer Kraft da, in euch drin, um euch, verbindet euch. Das ist die Botschaft von Ostern. Fürchtet euch nicht. Und deswegen gehen wir ja auch hin, ne, und malen, oh Gott, das funktioniert jetzt nicht, doch, und malen die Ostereier an und vielleicht tut ihr das auch. Malt einfach ein wunderschönes Ei und dann überlegt da, wem ihr das in eurer Nachbarschaft bringt. Verschenkt einfach ein Osterei an einen Menschen, ja, der zur Nachbarschaft gehört hätte, aber nicht zu eurer Familie. Und wo ihr wisst, dieser Mensch, der rechnet damit überhaupt nicht, dass ihr ihm was schenkt, dass ihr ihm was bringt, was ihr ungeheuer schön gemacht habt. Tut das einfach. Und übrigens, das Ei ist auch ein Ostersymbol, denn das ist verschlossen. Ne? Man denkt, da ist gar nichts. Aber dann doch, da drin wächst ein Küken dran. Und das heißt, das Osterei ist ein Symbol für Leben. Leben ist stärker als alles andere. Also hört auf euer Herz, spürt dem nach und vertraut einfach, dass ihr von nichts Angst haben müsst. Frohe Ostern!